Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Jürs GmbH, der Kollisionsspezialist, und mein Name ist Michael Scharnberg. Graphenbeschichtung, das Internet, ja, überschlägt sich zurzeit ein bisschen, und was da sich dahinter so wirklich versteckt, das möchte ich euch in diesem Video einmal nach dem Intro erklären. Hi ihr Lieben, schön, dass auch du wieder dabei bist. Ich danke dir, dass du meine Videos schaust. Das ist mir wirklich unfassbar viel wert, denn ohne euch Zuschauer, ja, dann brauchte ich keine Videos drehen. Graphenbeschichtung. Es gibt hier einmal was Neues, ne? Ich kann mich noch dran erinnern, als ich damals mit meiner Oma auf den Markt gegangen bin. Wer schon ein bisschen älter ist, wird es vielleicht noch kennen. Und da standen immer so Leute, die haben eine Motorhaube stehen gehabt. Und die war von einer Seite total poliert, und dann haben sie so eine, ich glaube, so ein Kohlenstück gehabt und haben da immer auf den Lack rumgehauen und haben das dann so weggewischt, und das war dann eine Teflonbeschichtung. Und jedes Jahr gefühlt gibt es neue, ja, Geschichten. Damals war es die Nanoversiegelung, die Keramikversiegelung und jetzt Graphenbeschichtung als Geheimtipp. Graphenbeschichtung. Was steckt denn eigentlich dahinter? Wenn ihr mal im Internet ein bisschen recherchiert, werdet ihr das eine oder andere darüber finden. Und ich habe ja nun mal einen Lieferanten, der mich mit der Chemie versorgt. Und dieser Lieferant ist natürlich ja immer auf dem höchsten Stand der Technologie. Was gibt es Neues im Markt? Und den habe ich jetzt natürlich gefragt: Hey, lieber Stefan, was ist denn eigentlich eine Graphenbeschichtung? Hier kommt mein Telefonat bzw. mein Teams Videocall mit Stefan. Ich möchte mich entschuldigen für die Qualität. Wir haben den Fehler nicht gefunden. Wir können die Qualität nicht höher schrauben, als sie jetzt ist. Und danach komme ich dann nochmal richtig zu Wort. Bis gleich. Ja, Stefan, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend einmal kurz Rede und Antwort zu stehen für mich, für die Graphenbeschichtung, die ja jetzt doch durch die Foren sowie als auch durch die einzelnen Facebook-Gruppen geistert. Wir hatten gestern Halloween, deswegen passt Geistern ganz gut. Ja. Im Vorgespräch haben wir schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, was denn nun eigentlich eine Graphenbeschichtung wirklich darstellt. Wenn wir eine Keramikbeschichtung haben, wo wir, glaube ich, auch die einzigen in ganz Deutschland sind, die 5 Jahre Garantie und 3 Jahre Garantie darauf geben, kommt jetzt was Neues auf den Markt und die ersten Kunden fragen: Mensch, Michael, machst du auch Graphen? So, und jetzt möchte ich mit dir einmal klären, dass Graphenbeschichtung eigentlich, ja, ganz vorsichtig ausgedrückt, ein Werbegag, ein Marketinggag ist. Wir könnten auch eine Goldstaubbeschichtung machen, oder? Ja, ganz genau so sieht es aus, Michael. Graphen ist halt ungefähr seit 2020 im Coating-Markt so ein Schlagwort, ein Marketing-Schlagwort. Es eignet sich natürlich dafür auch sehr, sehr gut, weil 2004 ist es gelungen, aus Graphit, also im Grunde genommen aus einer Bleistiftmine, jetzt, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, einen einschichtigen Moleküllayer rauszuschneiden oder rauszufiletieren. Und dieses Material, also das heißt, diese Anordnung von Kohlenstoffatomen, hat halt besondere Eigenschaften als Werkstoff. In einem Coating ist das so noch nicht umsetzbar. Alle Tests, die wir im Labor gemacht haben, bringen keine Vorteile. Das heißt, es ist einfach nicht möglich, dort eine komplette Schicht aufzubauen über ein Coating. Das heißt also über eine Beschichtungstechnologie. Auch als Werkstoff ist Graphen noch nicht so weit, wie man es vielleicht ganz gerne hätte oder wie man es gedacht hat, dass es umsetzbar ist. Es gibt zum Beispiel auch keine Schutzwesten für die Polizei aus Graphen. Da wird sich sehr besonders anbieten, ne? Das nochmal so als kleiner Hintergrund. Dann gibt es halt die Schlagworte beziehungsweise der Marketing, was drumherum gebaut wird, ist halt, dass man Nanopartikel, also das heißt kleinste Partikel in Coatings mit reingibt. Die Coatings sind in der Regel Polymer-Coatings, das heißt also Molekülketten. Und dort kann ich jetzt verschiedene Additive eingeben. Und ein Additiv kann halt Graphen oder Graphit oder verschiedene Derivate davon sein. Die haben keine Schutzwirkung, also in der Regel keine Schutzwirkung. Es ist keine Schutzwirkung bekannt. Es wird dann
argumentiert mit Senkung der Temperatur und besonders Kratzfestigkeit und dergleichen. Aber all diese Vorteile sind nicht da. Auch Graphen selber, wenn man es wirklich als Matrix aufbauen könnte, hätte also auch jetzt keinen nennenswerten Abstoßungseffekt für Schmutz. Also das heißt, das macht eigentlich so keinen Sinn. Man könnte genauso gut in bestehendes Coating Goldpartikel einbringen. Auch die würden nichts bewirken. Das heißt also, auch dort hätte ich dann, könnte ich dann draufschreiben, das ist jetzt ein Goldpartikel-Coating. Natürlich, klar, die Entwicklung geht immer weiter, aber alles, was wir zurzeit sehen in diesem Segment, hat Graphen weder als Nanopartikel Vorteile, noch hat es oder noch ist es ausprägbar in Form eines Coatings auf als Beschichtungsschutz. Ne? Es gibt ja auch zum Beispiel kein Graphenlack. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass die jetzt einfach eine bestehende Keramikbeschichtung, also ein Keramikcoating nehmen. Da machen sie ein bisschen, sag ich mal, Graphenpulver rein und schwupp haben wir eine neue Beschichtung, ein neues Coating für Fahrzeuge. Für mich würde mal interessieren, ob es da eine Garantie drauf gibt, ob derjenige, der das auf sein Fahrzeug machen lässt, wie die Garantiebedingungen aussehen, wie die Haltbarkeit aussieht. Das würde mich schon mal alles interessieren. Also wenn du schon so eine Beschichtung auf deinem Fahrzeug hast, dann schreib doch mal bitte in die Kommentare deine Erfahrung, beziehungsweise kriegst du von dem Ausführenden eine Garantie, so wie bei uns auf Keramikbeschichtung. Im Grunde die Keramikbeschichtung ist ja aufgebaut auf Siliziumdioxid, ist im Grunde vorsichtig ausgedrückt, sag ich mal, flüssiges Glas, was wir auf den Lack nach polieren und den besten Zustand, denn wenn wir den besten Zustand erreicht haben, diesen Zustand einzuschließen. Und wie ist deine Erfahrung? Gibt es bei dieser Firma, wo du das machen lassen hast, eine Garantie von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren? Und was kostet das? Das würde mich schon mal interessieren. Ich werde noch im Anschluss dieses Calls weiter recherchieren. Für mich war einmal wichtig, Stefan, dass von dir als unser Lieferant für Keramikbeschichtung und allen möglichen Detailing-Produkten, die du mit denen, die uns ja belieferst, zu hören, dass es im Grunde ein Marketing-Gag ist zu sagen. Es ist im Coating-Bereich, gibt es Graphen, aber es ist im Grunde genommen ein fertiges Coating, sagen wir einfach mal, wo ein Graphenpulver beigeführt wurde, aber das im Grunde gar keinen wesentlichen Effekt hat auf die Beschichtung bzw. auf die Schutzmaßnahmen. Ne? Ja, ich kann mich daran erinnern, wir hatten vor ein paar Jahren in Foren die Aussage, dass man doch mal überlegen sollte, ob man nicht Lego in Coatings reinmacht, weil wenn man auf Lego-Steine stößt, die sind ja so hart, das ist eines der härtesten Materialien der Welt. Herrlich. Lego-Beschichtung bei der Just GmbH. Ja, genau. Jeder kann sich noch eine Farbe aussuchen. Stefan, ganz herzlichen Dank für das ging ganz schnell entstandene Call. Heute Nachmittag kurz telefoniert, ob wir einen Call machen können. Vielen Dank und ich schalte kurz um auf die neue Kamera, damit ich wieder gleich bei euch bin. Tschüss, Stefan. Ja. Ja, da haben wir es gehört. Graphen. Also eigentlich könnte ich jetzt doch auch eine Goldbeschichtung anbieten. Eine Diamantenbeschichtung, wo winzige Partikelchen Diamanten drin sind. Oder Diamantenstaub. Und da steht ja noch nicht mal, wie hoch der Anteil ist. Das bedeutet, das Graphen hat ja, wie Stefan sagt, gar keine Wirkung. Da wurde mal ein Nobelpreis vergeben und es wird als Marketingmaßnahme verwendet, um an das Geld der Verbraucher zu kommen. Eine Keramikbeschichtung gibt es schon echt lange und die ist immer noch super auf dem Markt. Also wir haben jede Woche bis zu 5, 6 Fahrzeuge aus ganz Deutschland, die wir Keramik versiegeln mit einer Garantie von 3 oder 5 Jahren. Graphen ist da nicht drin und da ist auch kein Goldstaub drin und da ist auch kein Diamantenstaub drin. Aber da ist die echte Werthaltigkeit der Jürs GmbH drin und deswegen geben wir darauf Garantien. In den USA ist es hip, Graphen. Das könnte ja auch eine Nanobeschichtung sein und dann machen sie ein bisschen Graphen rein und dann ist es eine Graphenbeschichtung und der Gag, der Werbegag, der von der Industrie, der funktioniert. Wenn ihr heute
vielleicht mal guckt in den Baumarkt, da gibt es auch schon Keramikbeschichtung für 16,99 €. Ja, ihr wisst schon, dass das da nicht drin ist, was wir zum Beispiel verwenden. Wäre ja auch Blödsinn. Also, Graphin hin oder her, bei mir gibt es weiterhin die Keramikbeschichtung mit Garantie. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst, zu diesem Video, was doch ein bisschen ja skeptisch ist dem Graphin gegenüber. Schreib mir das doch bitte mal in die Kommentare oder erzähl mir deine Erfahrungen damit. Hast du eine machen lassen? Hast du Garantie drauf? Was hast du bezahlt? Hast du schon mal was davon gehört? Das würde mich schon interessieren, weil ihr wisst ja, ich gehe mit euch in Interaktion. Ich beantworte eigentlich so gut wie jeden Kommentar. Und deswegen möchte ich, dass du was schreibst, das ich beantworten kann. Hater können draußen bleiben, aber eine vernünftige Diskussion habe ich voll Bock drauf. Also in diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche oder bis nachher in den Kommentaren. Bis dahin, tschüssi.